Und damit seid gegrüßt, neben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodum zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst und einem Huhn. Ja, ich habe tatsächlich offscreen schon ein wenig gesucht und habe mich hier ein wenig abseits von dem großen Gebirge in den Stollen gegraben und habe ich auch schon ein bisschen Kohle gefunden. Und das Huhn will mich anscheinend bis nach unten begleiten. Ja. Der liebe Gronkh würde jetzt sagen, das ist kein gutes Omen. Ein Huhn am Anfang eines Stollens, einer Mine, einer Höhle. Und wir haben hier schon so viel Kohle, das kann ja nur gut werden, wenn es hier schon mit Kohle anfängt. Ja, Ziel dieses Abenteuers unter die Erde soll es sein, Diamanten zu finden. Jetzt haben wir aktuell Folge, ja, lass mich lügen, 96, 95 oder 96, ich glaube 96. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ich würde mich jetzt mal auf 96 festlegen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber wo ich mir bei sicher bin, ist, dass wir hier wertvolle Schätze finden werden, wenn wir hier weiter nach unten gehen werden. Rein in die Höhle, unter Tage. Dass draußen Nacht ist, stört jetzt erstmal nicht, weil wir eh unter Tage gehen und da warten eh viele Zombies. Zombies jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber Skelette, Spinnen und andere Monster auf mich, wenn wir denn in eine Höhle tatsächlich kommen. Gerade graben wir uns nur runter. Das ist jetzt nicht wirklich eine Höhle. Ich habe es nur so genannt. So, hier braucht es mal wieder eine Fackel. Immer regelmäßig Fackeln verteilen sollen, weil sonst verlieren wir uns im Dunkeln. Gut. Einfach treppenmäßig jetzt bergab. Hinunter in die Tiefen von Minecraft. Ja, so sieht's aus. In der Hoffnung, dass wir hier mal bald mal auf etwas Wertvolleres als Kohle stoßen. Ja, jetzt Folge 96 und die nächsten Folgen 97, 98 und 99 unter Tage. In der Hoffnung, dass wir dann vielleicht Folge 100 mit Diamanten feiern können. Mit dem Fund von Diamanten. Das wäre ein krönender Abschluss für die Staffel 1 Minecraft Arno Staffel 1. Ich meinte hier gerade eine Hexe gehört zu haben, aber so weit unter der Erde, das kann doch nicht. Kann das? Naja. Irgendwelche seltsame Geräusche höre ich hier gerade. Ich hoffe, ich trappe hier nicht in eine schlimme Falle. Gut, dann ist jetzt hier erstmal die ersten Minütchen runtergraben. Ganz unprofessionell. Stufenartig. Stück für Stück. Hinunter. Hier ist Erde. Wie kann denn das? Wir sind schon so weit unter der Erde. Das kann doch nicht. Wir sind schon so weit tief unten. Na gut, wir haben auch auf einem Gebirge angefangen. Das ist jetzt... Ja, das kann schon gut sein, aber... Okay, ich höre es plätschern. Es ist entweder Wasser oder Lava.
Müssen wir aufpassen, wo wir buddeln. Sonst wird's tödlich. Also ganz vorsichtig immer nicht unter mir buddeln, sondern immer so ein Feld frei noch lassen. Damit wir es wieder zumachen können. Gut. Das Plätschern wird immer lauter. Es kann ja nur ein Navasee sein, so tief unter der Erde. Ja. Oh wei. Ja, das sollten wir nach bester Möglichkeit nicht mehr machen. Nun war da neben ein Lavafall, ein Lavasee fallen. Das wäre nicht so gut. Ja, die Welt dreht sich. Dann würden wir zwar wieder im Bett spawnen. Aber das Bett ist jetzt ein bisschen. Es ist leider ein bisschen weiter weg gelegen. Ja, das fände ich nicht so toll. Fände ich eher suboptimal. So, ja, Diamanten, das wird tatsächlich das erste Mal. Also nicht das erste Mal, dass wir Diamanten haben. Da haben wir schon welche gekriegt in einer Quest, die wir mal erledigt haben. Von dem Siegfried, was sich noch dran erinnert, eine relativ frühe Folge. Da haben wir einen Jump and Run gemacht und haben dafür als Belohnung ein paar Diamanten gekriegt. Aber das wäre tatsächlich das erste Mal, dass wir hier selbst Diamanten finden in Minecraft. Naja, das zeigt schon irgendwie ein bisschen meinen Skill. Wenn ich jetzt in Folge 96 erst auf Diamanten treffe. Ja, das ist halt so. Ja, Minecraft Arena war noch nie das großartige Skill-Format. Das war jetzt noch nicht so. Ja. Ihr wisst es ja, ihr kennt es ja. Es ist jetzt nicht. Es ist entspannt abbauen. Es ist nicht Skillen. Es ist. Ja, es geht nicht darauf hinaus, möglichst schnell, möglichst viele Ziele zu erreichen, sondern. Ja, in Folge 2 schon Diamanten zu finden. Ja, gibt's auch YouTuber. Ich bin ehrlich, das ist auch bei mir ein bisschen, das ist jetzt hier ein bisschen langsam gelaufen. Manchmal habe ich mir ein bisschen zu viel Zeit gelassen, aber ja. Kommt. So ist es halt bei mir. Okay, bisher sind wir auf rein gar nichts getroffen. Es war jetzt hier bisher. Die erste Spitzhacke ist zerbrochen. Wir sind hier auf dem Holzweg. Auf dem Steinweg, um genau zu sein. Tja. Der Lavasee hat schon geplätschert. Wir fallen gleich auf der anderen Seite der Map wieder raus. Nee, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so. Ich versuch mal auf dieser Höhe zu bleiben. Buddel mich hier mal durch. Da müssen wir auch vorsichtig sein, dass wir hier keine Scheiße bauen. Ich würde sagen, hier auf gut Glück einfach mal drauf los. Halskratz. Gut. Ja, das sieht jetzt hier gerade nicht so vielversprechend aus. Habe ich mal wieder ein bisschen Kohle am Anfang gesehen und dachte, das wird's jetzt. Da stoße ich nach wie vor nur auf Granit. Ja, auch ein bisschen wild nach links und nach rechts graben. Ich denke, wir sind jetzt tief genug. Da könnte man endlich schon was finden. Wenn wir jetzt hier nicht komplett viel liegen. Tja, hier wird es schon dunkel. Nichts. Nach wie vor nichts.
nervös den Kopf kratzt. Ja. Na komm. Komm schon, Minecraft. Es muss doch hier. Wird wieder ein bisschen nach unten. Jetzt habe ich ein bisschen einen Zickzack gebaut, aber gut. Ein bisschen chaotisch. Das ist jetzt ein bisschen scheiße fürs Let's Play. Jetzt dürfte man langsam ein bisschen Eisen kommen. Oh! Wenn man vom Teufel spricht. Ein bisschen Eisen. Schön. Und da geht's runter. Das kommt ja wie aufs Stichwort. Das ist ja großartig. Das ist ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass jetzt hier wirklich gerade Eisen kommt. Aufpassen, nicht runterfallen. Ich mache hier erstmal Licht. Können wir später auch noch runter. Ja, nice. Ja, hier muss ich noch einen Stein hinlegen, damit das Eisen nicht gleich runterfällt. Ich mach ja halt mal dicht. Wenn wir uns runterkamen, aufpassen, dass ich hier irgendwie keinen Block unter mir abbaue, sonst geht's tief runter. Ich werde es trotzdem machen. Oha, ja, da war ich schon dabei. Sachte. Immerhin ein wenig Eisen hier. Haben wir das. Okay. Hier mal eine Fackel hin. Ganz sachte hier mal. Da geht's tief hinab. Ich habe jetzt kein Wasser mit dabei. Das würde ich mich darunter spülen lassen. Hier vielleicht am ehesten. Da fällt man nicht so tief. Und ich sehe da auch noch ein bisschen Eisen. Da gibt es ein paar Eisenvorräte. Hops. Müssen wir es nachher wieder hochgraben. Oha. Scheint hier Kohle oder so zu sein. Auweia. Der Schacht. Da geht es hier tief runter. Aufpassen, wo du hintrittst, Zweige. Wer kennt denn die Serie Der Schacht? Kann er mal in die Kommentare schreiben. Ich kenne sie nicht. Nur vom Hören sagen. Es soll eigentlich gar nicht so gut sein. Die Kritiken, die ich bisher gehört habe. Ich glaube, Netflix war das. Gar keine so gute Serie. Ich glaube, wir müssen uns mal einen Ofen craften und mal eine neue Spitzhacke. Puh, ich hatte gerade Schiss, dass ich mich jetzt hier runter begebe. Vielleicht macht es doch Knacks. Ist die Eisenspitzhacke kaputt. Ein bisschen Eisen haben wir damit dabei. Haben wir gerade geholt. Reicht bestimmt für eine neue Eisenspitzhacke. Mehr nicht. Kohle haben wir genug. Hier mal den Boden dicht machen. Ganz vorsichtig, immer vorsichtig beim Abbauen. Es könnte sonst gefährlich werden. Oh, Eisen. Eisen. Das können wir gebrauchen. Kohle. Ziemlich viel Kohle hier, eine Kohlemine. Eisen. Vorsichtig hin, wo du hintrittst. Das Eisen ist am wichtigsten. Danach die Kohle.
Sehr gut, da gibt es noch Eisen. Da geht es tiefer hinein in die Höhle. Ich grab mich einfach hier runter. Ganz vorsichtig. Oh ja, ich glaube, das ist nicht ganz so vorsichtig. Müsste man ein bisschen bedächtiger sein. Wenn wir uns einfach so nach unten graben, dann das kann ins Auge gehen. So. Ach so, ja, das ist mein Laptop. Da blinkt gerade was im Dunkeln. Ich wollte gerade nachgucken, was blinkt denn da? Das habe ich jetzt gar nicht. So einen kleinen Ofen craften, das ist jetzt, glaube ich, mal an der Zeit. Eine Werkbank, dazu bräuchten wir Holz. Werkbank. Natürlich nicht mit. Ja, gut. Da sind wir natürlich spitzenmäßig vorbereitet. Ohne Werkbank hier runtergehen. Wir haben wirklich kein Holz mit oder was? Null Holz. Ja, sag mal, wer geht denn unter die Erde und nimmt kein Holz mit? Sollen wir das Eisen erstmal gut sein lassen? Und erstmal nach oben. Ja. Alles klar, vorsichtig nicht runterfallen. Ja, wie kommen wir denn jetzt hin nach oben? Jetzt haben wir uns in den Schacht hineingegraben. Müssen wir irgendwie wieder hoch. So, ja hier. Jetzt treppenmäßig nach oben. Sehr gut. So, na gut, dann geht die Reise dann halt nochmal von vorne los. Hörst du wieder plätschern? Dass mal kein Regen ist. Es ist Regen. So ein bisschen Holz mitnehmen. Es ist inzwischen ja Tag geworden. Gut, gut, gut. Nur ein bisschen Holz, wir brauchen eine Werkbank. Eine nur, wir können einen Ofen craften mit. Bah, will nicht nass werden. So hier gerade mal. Werkbank. Aber erstmal Holz. Eine Werkbank. Hervorragend. Die nehme ich gleich mal ins Inventar hier. Samen können wir wegschmeißen. Eigentlich schon. Brauchen wir gerade am wenigsten. So schnell nach unten. Und dann können wir uns einen schönen Ofen craften. Jausens. Mal zacke die Luster nach unten. In die Höhle rein. In diesem Schacht scheint es einiges zu geben. Ja, ich merke schon die Folge. Die Folge muss jetzt irgendwie der Schacht heißen oder so. Darf sie nicht, aber... Ja gut. Okay, wird Zeit, dass wir uns mal eine Spitzhacke craften. Ja, erstmal einen Ofen. So, Werkbank haben wir hier. Ja, zack. Ein Öfchen, bitte. Ein kleiner Ofen. Ein Öfchen. Hier haben wir einen Ofen. Sehr gut. Kohle haben wir genug da. Zack. Und... Eisen war es. Eisen. Wo haben wir es? Hier haben wir Eisenerz. Sehr schön. Hier mal kurz. Okay, die Werkbank lassen wir noch stehen. Müssen wir gleich mal ein bisschen Spitzhacke craften.
glaube, da brauche ich mehr als ein Eisen. 3 oder 4 waren es. Sag mir, wie viel ich brauche. Stick brauche ich auch. Eisen, okay, 3 brauche ich. Okay, reicht mir eigentlich schon. Jo. Lass mal 2 produzieren. Machen wir 6 draus. Die Zeit haben wir. 6 Eisen für 2 Spitzhacken. Wollen wir auch ein bisschen weiterkommen. So. Bading, bading. Da mal 6. So. Ein Eisenspitzhacke und noch eine Eisenspitzhacke. Sehr gut. Das Eisen gleich mal rausnehmen. Das Holz auch und Eisen. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich auch mit. Sehr gut. Und dann geht's wieder nach unten. Spitzhacke haben wir wieder mit dabei. Großartig. So, wo geht's nach unten? Hier geht's nach unten. Vorsichtig beim Muttergraben. Ah, da waren wir. Hier gibt's Eisen. Fackel. An einem sinnvollen Ort aufbauen. Gut. Fackel. Und jetzt wird's weiter gemeint und gecraftet. Gemeincraftet. Eisen, Eisen, Eisen. Ja, ein bisschen was wollen wir mitnehmen. Nur weil wir am Grunde des Schachtes angekommen sind, dann gibt es auch bestimmt noch andere Schätze. Gold! Sag ich doch. Da gibt es auch noch andere Schätze. Großartig. Ich höre es plätschern. Das kann ja nur Lava sein, hier auf der Goldebene. Oh, eine Höhle. Da geht's rein. Merken wir uns den Ausgang. Hier mal schön markieren mit den Fackeln. Ja, die Lava. Das ist ja perfekt. Da sind wir schon auf Diamantenhöhe. Trau mich an die Lava ran. Ich sehe Redstone. Nee, ich gehe lieber mal diesen Weg hier. Nicht so nah an die Lava ran. Ich will nicht schon gleich im ersten Part in der Lava verglühen. Ganz sachte hier. Kohle lasse ich mal gerade links liegen. Ja, ich weiß. Kann man mal mitnehmen, aber müsste man eigentlich mitnehmen. Fledermaus. Haben wir jetzt die Fledermaus ausgeleuchtet. Ja, wir sind schon tief unter der Erde. Hier ist ein Fluss. Jetzt Eisen. Im Lavasee müssten wir eigentlich nachgucken. Nach Diamanten. Da müssen wir nach Diamantenausschau halten. Vorsichtig hier beim Graben. Das kann hier schon auf Lava-Level. Das kann hier schon kritisch werden. Und wenn der Diamant dann ins Wasser fällt, in die Lava fällt. Auwei. Das willst du nicht haben. Okay, hier ist Wasser. Müssten uns eigentlich mal einen Eimer craften. Das bräuchten wir. Das wäre ganz klug. K-L-U-K. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ja. Ernst beiseite. Eimer, Popeimer. Ja, Eisen brauchen wir dafür. Schmeiß den Ofen an.
Ein Eimer wäre grundsätzlich nicht schlecht. Das ist nicht verkehrt. Damit können wir hier Wasser sammeln und uns da unten die Lava entfernen. Soweit es uns gelingt. So, Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. Zwei Stück brauchen wir noch. Gut. In der Hoffnung, dass jetzt nicht von links oder rechts ein kleiner Creeper kommt und mir den Boden unter den Füßen wegspringt. Gut, das war's, das reicht schon. So, Spitzhacke. Zack, den Ofen nehme ich mit. Den Dings hier. Werkbank, ja. Ein bisschen Wasser. Achso, ich muss ja das. Ich muss hier noch. Werkbank. Nicht so freudig, Zwergi. Ich muss erstmal noch die Sache craften. So, Eimer. Oh Gott. Habe ich mich erschreckt. Mein Handy hat gerade vibriert. Meine Fresse. Es liegt gerade irgendwie ungünstig auf dem. Ja, es liegt auf dem Laptop drauf. Und dann so. Meine Fresse, erschreckt mich doch nicht so. Handy. Ich kriege ein Herz, Kasper. Na komm. Ein bisschen Wasser mitnehmen. Na komm. Na komm. Gib her das Wasser. Ich habe doch hier einen Eimer. Es ist doch hier. Ist doch hier nicht wahr. Zu blöd, um Wasser mitzunehmen. Du bist aber schon ein Eimer, oder? Sag nicht, ich kann hier keine. Ich kann auch hier. Kann auch hier Wasser mitnehmen. Müssen Wasser schöpfen. Bin ich zu blöd dafür oder klappt das gerade wirklich nicht? Das ist ein Eimer. Damit kann man im Normalfall ein bisschen Wasser schöpfen. Bin ich gerade ernsthaft zu blöd dafür? Nicht den Eimer wegschmeißen. Den brauche ich noch. Ja gut, ich kann mal die Lava abschöpfen. Ist auch eine Methode. Hier ist Gold. Ach ja, gut, die Lava kann ich sammeln. Als ob. Nur weil das hier kein See ist oder was? Obsidian. Mit ZL würde das gehen. Ja, komm. Lass mich doch verarschen, das ist doch hier. Ein bisschen Wasser. In irgendeinem Punkt muss das doch hier um meine Quelle oder was? Bin ich gerade so blöd dafür, Wasser abzubauen oder was? Ist doch hier nicht. Eisen. Nicht auf Lava-Level buddeln. Vorsichtig. Wasser. Ja komm, sag mir doch, wir können doch jetzt hier ein bisschen Wasser abschöpfen. Ja, hier. Sammeln, sehr gut. Einmal Wasser. Genau das wollten wir, mehr wollten wir nicht.
So, da drüben ist der Lavasee. Hin hier. Jo. Macht die Lava alle. Gut, jetzt können wir hier bequem das Wasser abbauen. Quatsch. Gold. Oha, vorsichtig. Das könnte hier schon. Das könnte kritisch werden hier. So tief zu buddeln ist nicht die beste Idee. Oha, das ist ein großer See. Ein Wassereimer. Jo, so ist gut. Wasser gesammelt. Gut, hier mal gerade eben. Oh, ich höre Zombies, Spinnen, Monster, die mich gleich in die Lava schubsen. Hier safe. Whetstone. Ja, mit diesem kleinen Cliffhanger beenden wir diese Folge. Ja, das ist jetzt hier schon, habe ich ein bisschen überzogen, glaube ich sogar schon. Whetstone. Und jetzt finden wir vielleicht im nächsten Part schon Diamanten. Ja, wer weiß, hier gibt es schon Whetstone und so weiter. Schauen wir mal im nächsten Part, ob uns vielleicht das Monster killt. Klingt nach einem Zombie. Und ob wir doch noch Diamanten finden. Oder wie viele Parts wir noch brauchen werden, um unser Ziel zu erreichen. Sieht momentan sehr gut aus. Na dann. Noch ein letztes Wort vom Zombie. Okay, haut rein. Ciao, ciao.